Hallo ihr Lieben, mein Name ist Birgit, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Von mir gibt es heute mein neues Aufbrauchprojekt und zwar habe ich mir diese ganzen Sachen hier rausgesucht, die möchte ich in der nächsten Zeit aufbrauchen. Es wird ein Rolling Project geben, also werden neue Sachen nachrücken und ich möchte mich auch zeitlich noch gar nicht festlegen, es wird eine Weile laufen. Ja. Schauen wir mal, was ich alles rausgesucht habe. Es sind 19 Mehrfachanwendungen und 13 Einfachanwendungen. Und ja, ich zeige euch das jetzt mal. Hier habe ich wieder alles in mein Büchlein aufgeschrieben. Ihr kennt es ja schon. Und zwar werde ich starten mit den Badezusätzen. Da habe ich mir einmal von Balea dieses Exotic Dream rausgesucht. Das wollte ich eigentlich noch gar nicht leer machen. Eigentlich wollte ich erst was anderes aufbrauchen. Aber mir ist der Deckel kaputt gegangen und der geht nicht mehr zu. Also muss das jetzt aufgebraucht werden, bevor das kippt. Wäre ja schade. Das startet mit 375 Gramm. Dann habe ich als nächstes ein Dove-Cremebad. Und zwar das pflegende Cremebad Mandelmilch. Und Hibiskusduft. Das startet mit 137 Gramm. Und ich muss sagen, ich mag das ganz gerne. Das riecht wirklich schön. Ja, aber es kann jetzt langsam mal weg. Manchmal bleiben die Sachen einfach auch lange stehen. Ne? Das, ja, man kennt das ja. Von Logona habe ich ein Shampoo. Ja, genau. Jetzt kommen wir schon zu den Haaren. Dieses kleine abgefüllte von der Franzi. Das hat 41 Gramm. Und das wollte ich natürlich auch nicht verkommen lassen. Ist jetzt bis jetzt noch nicht zum Zuge gekommen. Aber jetzt kommt es dran. Also das möchte ich aufbauen. Und bei den Shampoos bleiben wir auch gleich. Dann habe ich hier noch so einen Rest. Und zwar 148 Gramm von Pranteen Pro Vie. Das habe ich mir mal in einem Wellnessurlaub gekauft. Hatte ich mein Shampoo vergessen und ich muss sagen, ich fand es richtig gut. Ist aber Repair and Care, also schon relativ rückfettend und schwer für meine Haare. Deshalb habe ich es daheim auch nicht genommen. Aber nach dem Wellness war das natürlich super. Sauna, Chlorwasser und so weiter. Da hat es auf jeden Fall meinen Haaren den Hintern gerettet. Ja, aber jetzt könnte es langsam mal leer werden, bevor es kippt. Ne? Dann habe ich als nächstes von Garnier Wahre Schätze, das kennt ihr schon, das ist von dem letzten Aufbrauchprojekt noch. Es ist nicht mehr viel drin. Ich bin schon richtig stolz auf mich. Ich habe nur noch 86 Gramm. Ne? Also das wird jetzt demnächst hoffentlich leer gehen, wenn ich wieder baden darf. Steht das auf jeden Fall ganz vorne. Dann das Hot Hair Treatment, das kennt ihr auch schon, das war auch in meinem letzten Aufbrauchprojekt, habe ich nicht geschafft, deshalb kommt es jetzt hier rein, wandert weiter, das ist eine Anwendung praktisch. Dann geht es weiter mit der Body Lotion, Spice and Almond, auch das habe ich übernommen, das war ja das letzte Mal nachgerückt, die hat noch 112 Gramm. Dann einmal Balea und Totes Meer, Körperlotion, ja, Bodylotion, so sieht die aus. Die haben wir jetzt wegen der Haut geholt und die ist auch echt gut. Aber ich möchte sie gern leer haben. Ich habe nämlich schon wieder was Neues geholt. Und da sind jetzt noch 104 Gramm drin. Ne? Und im Moment creme ich mich gar nicht. Deshalb weiß ich nicht, wie ich hier vorankomme. Aber ja, das wird ja auch wieder besser werden, hoffe ich doch. Eine kleine Bodylotion habe ich noch und zwar aus dem Balea Adventskalender. Die von Lovely Moments, die Schneerosen-Duftgeschichte und das sind 60 Gramm. Also da ist noch gar nichts raus, so wie es aussieht. Ja, das ist halt so alternativ, dass ich auch ein bisschen wechseln kann. Ne? Ihr wisst ja, ich wechsle immer gerne, deshalb habe ich auch so viel offen. So, dann kommen wir schon zum Gesicht. Die Nummer 10, Altera Hydro Nachtcreme, die hat noch 30 Gramm. Die mag ich eigentlich ziemlich gerne. Wollt auch mal die Tagescreme dazu probieren. Also ich sehe das jetzt hier durchs Licht, dass sie noch ungefähr bis hierher voll ist. Ja, aber ich nehme hier eine andere Nachtcreme normalerweise und die dann halt immer nur ab und zu mal. Deshalb dauert das auch immer so lange. Finde ich aber gut. Genau. Und dann habe ich nämlich auch noch eine Nachtcreme. Und zwar von Garnier. Die Ultra Lift, die hatte ich mir mal gekauft, weil ich dachte, ich könnte auch mal eine andere Garnier Nachtcreme ausprobieren. Die ist auch okay, aber ist einfach nicht das, was ich brauche. Und ich nehme die immer nur, wenn ich mal relativ trockene Haut habe und meine, ich brauche nochmal zusätzlich irgendwie was. Dann ist es halt keine Gelcreme jetzt hier und sie ist auch parfümiert. Also ich mag die Hydra Bomb einfach lieber, aber die möchte ich jetzt wegschaffen. Die soll mir ja nicht kippen. Und die hat noch 54 Gramm. Genau.
So. Und dann habe ich last but not least noch eine Altera Körperbudette dazu genommen. Und zwar ist es aus diesem Dreier-Set die Heidelbeere mit 32 Gramm. Ja, die hätte jetzt eigentlich zu der Bodylotion-Geschichte dazugehört, aber die nehme ich für die Füße, deshalb steht die ganz unten. So, Handcreme habe ich heute keine. Dann einmal Serienkapseln und Ampullen. Da die Nummer 12 sind die La Cura Anti-Aging Ampullen. Das sind die hier. Die hatte ich ja auch in meinem letzten aufgebraucht. Ich mag den Duft nicht so. Von der Wirkung her fand ich so okay, aber es ist auch viel. Also ich mache die dann zu und verwende die auf zweimal oder auch auf dreimal. Das sind noch drei Stück. Dann nochmal von La Cura die Oxyfluid. Das sind auch drei Stück. Die waren im Adventskalender vor, also Weihnachten vorletztes Jahr. Und die möchte ich einfach auch mal weg haben jetzt. Auch wieder drei, habe ich glaube ich schon gesagt. Dann kommen wir schon zu den Gesichtsmasken. Da habe ich einmal die Icy Berry von Balea. Die hat 71 Gramm, ist noch komplett verschlossen. Die ist aber schon abgelaufen, deshalb gebe ich die nicht mehr weiter. Und ich werde jetzt aufbrauchen, diesen Sommer, hoffe ich doch. Genauso wie die Facial Gel Mask Berry. Das ist die hier. Auch die habe ich mal bei der Franzi gewonnen, glaube ich. Ich habe die jetzt mit Gewicht aufgenommen, weil ich die sicherlich nicht auf einmal verwenden werde. Das sind 12 Gramm und das ist mehr sowas für nach dem Whirlpool, ne? So abends dann nochmal so zusätzlich. Ja, mal gucken. Ich hoffe, die sind noch gut, die beiden, weil die auch schon etwas älter sind. Genau. Gelmasken sind einfach nicht so mein Ding, ne? Deshalb bleiben die bei mir immer liegen. Dann habe ich die Nummer 16, Dr. Hauschka. Das war, glaube ich, aus dem Douglas Adventskalender, genau. Das sind noch 6 Gramm. Aber auch da habe ich ganz wenig immer nur gebraucht, weil die auch relativ reichhaltig ist. Genau, die möchte ich auch noch aufbrauchen. Und dann kommen die Einmalanwendungen, die Vitamin C-Maske. Die Vitaminmaske, nicht C, Vitamin C. Vitaminmaske von Balea, die werde ich aufbauen. Da habe ich eine. Dann von Nivea eine erfrischende Gesichtsmaske. Dann von Luvos eine Beruhigungsmaske. Da habe ich halt jetzt immer erstmal die genommen, die, von denen ich noch eine habe. Und versucht auch so ein bisschen ausgewogen für jedes Problem was zu finden. Ist die Haut am Rumspinnen oder brauchst du einfach Feuchtigkeit, brauchst du ja Fett, ne? Also irgendwie was Pflegenderes, dass ich die Sachen halt auch wirklich verbrauchen kann. Ich habe unglaublich viele Masken noch und da werde ich auf jeden Fall auch Nachrücker haben ohne Ende. Dann von Lovely die Face Mask, die ist auch, glaube ich, am Ablaufen oder ist es schon abgelaufen. Die möchte ich aber nicht wegwerfen, weil ich fand die echt super. Und ja, die möchte ich noch wegschaffen. Und dann habe ich von Ombia mir diesmal die hier ausgesucht, die After Sun. Das ist jetzt eine. Ich habe noch mehr After Sun Tuchmasken, aber ich wollte nicht zu viele gleichzeitig reinnehmen, ne, weil ja, sonst kommt man nicht voran. So, weiter geht's mit Gesichtspeeling. Hier habe ich von Sassis, das sind 17 Gramm. Wenn ich sehe, die Menge ist glaube ich 15 Milliliter, also denke ich, ist sie ziemlich voll noch oder wahrscheinlich auch ungebraucht. Die habe ich mal gewonnen. Genau, bei der Independent Instagram. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und das werde ich auf jeden Fall auch gerne mal ausprobieren. Dann habe ich einen Haarschaum. Das ist der hier. Das ist so eine Farbgeschichte. Für wenn die Haare grau werden, denke ich mir, wollte ich die für einen Ansatz nehmen, aber das wird halt auch nicht in Massen aufgebraucht, weil ich immer schnell wieder nachfärbe. Das sind noch 49 Gramm, weil die muss echt mal weg. Ne? Also da hatte ich ja zwei, eine habe ich Gott sei Dank schon geschafft. Genau, 49 Gramm. Duschen und rasieren. Da kommen wir zu dem Kneipp Wachgeküsst, das ist die 24. 107 Gramm sind da noch drin. Das werde ich also zum Duschen und Rasieren nehmen, wenn ich rasieren muss. Beine, okay, kennt man ja. Nehme ich gerne einen Duschschaum.
Und die 25 ist Far im Ipanema Nights. Die mag ich auch sehr gerne, steht aber jetzt auch schon eine Weile rum. Da sind noch 99 Gramm drin, sorry. Also die möchte ich auch gerne wegschaffen. Und last but not least, Sauber, Kakao und Karamell sind noch 92 Gramm. Den habe ich auch schon lange daheim stehen. Ich habe den irgendwann mal umgefüllt in einen Seifenspender, so teilweise. Und da ist er mir sofort gekippt. Deshalb war ich froh, dass ich nur einen Teil umgefüllt hatte. Aber schade drum, weil er riecht echt gut, dieser Badezusatz. Eigentlich ein Badezusatz. Nee, gar nicht. Dusche und Shampoo. Für die Badewanne war es mir nämlich auch nicht genug. Deshalb nehme ich das jetzt zum Duschen. Und das waren die ganzen Sachen. Die werde ich jetzt versuchen, in der nächsten Zeit so schnell wie möglich aufzubrauchen. Ja, 19 Sachen, wie gesagt, und 13 Einmal-Anwendungen. Das sind dann summa summarum 32 Produkte. Ja, ich weiß noch nicht, wann das nächste Update kommt. Es wird nicht mehr so ganz regelmäßig kommen wie das letzte Mal, als ich diese 3-Monats-Challenge hatte. Aber immer wenn ich Nachrücke habe, und dann werde ich ein Update machen. Genau, so habe ich mir das gedacht. Und ja, wenn ihr auch ein Aufbrauchprojekt macht oder vielleicht Lust habt, euch anzuschließen, sagt mir Bescheid. Wir können uns gerne auch gegenseitig verlinken. Ja, und ich schaue auch gerne, wie ihr so vorankommt. Das interessiert mich ja auch immer. Macht das gerne und ja, so habe ich mir das gedacht. Ansonsten war es das jetzt von mir heute. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag, einen tollen Sonntag, ein schönes Wochenende gehabt, ein schönes Mai. Feiertag, ja, einen schönen Mai-Feiertag und wünsche euch einen guten Start in die Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Ciao.